Skippo! Wer will French Toast? Ich bitte. French Toast sollte man nie in Frankreich bestellen. Da kriegt man nur eine vertrocknete Scheibe Weißbrot mit Körpergeruch. Mein Vater war seit kurzem arbeitslos, aber davon ließ er sich nicht unterkriegen. Wundervoll, wie dieses Land sogar eine Scheibe Toast in etwas Süßes, Pappiges verwandeln kann. Und deshalb gibt's keine größeren als uns Amerikaner. Schokochips? Ja, bitte. Hm? Nein, die brauchen wir vielleicht irgendwann fürs Abendessen. Das mit meiner Mutter stand auf einem anderen Blatt. Du bist arbeitslos, Gary. Oh, das ist die Loser-Perspektive. Ich sehe es als Gelegenheit, mich als der dynamische Tatmensch, der ich schon immer war, neu zu erfinden. Wie kannst du dich denn neu erfinden, wenn du es schon immer warst? Justin, du weißt doch, was dein Vater von vorlauten Kindern hält. Du solltest dir ein Beispiel an mir nehmen, mein Sohn, weil du nämlich alles erreichen kannst, was du willst. Nur nicht im Sport, das ist ja wohl klar. Während du dich neu erfindest, bricht dir sicher kein Zacken aus der Krone, wenn du eine bezahlte Arbeit annimmst und wir versichert sind. Keine Panik. Unsere Finanzen sind solide, weil ich unsere Investition gestreut habe. Letztes Frühjahr hatte mein Vater einen Batzen seiner Ersparnisse in eine Herde bolivianischer Alpakas investiert. Den Stallknecht hat er umsonst gekriegt. Die müssten auch mal wieder geschoren werden. Ja, noch mehr Arbeit für Justin. Das ist nicht gesagt. Roger hat sich als echtes Arbeitstier erwiesen. Danke. Übrigens wird Claire eine Woche lang die Pflege der Alpakas für dich übernehmen. Das ist jetzt unfair. Du kannst auch Hausarrest kriegen. Nicht nur, dass du dich heimlich aus dem Haus geschlichen hast, aber in meinen Pumps und meiner Latzhose. Nein, Schwester. Ich zeig dir das mit den Alpakas, wenn ich von meinem Vorstellungsgespräch zurück bin. Na klar, Daddy. Ich freue mich schon drauf. Und untersteh dich, das auf Raja abzuschieben. Mom! Der Junge ist ein ehrenwertes Familienmitglied, genau wie die Alpakas. Mein Vater erfand sich also neu, als etwas, was er eindeutig nicht war. Wir beabsichtigen daher, unsere Anlagen gleichmäßig durch alle Tochtergesellschaften zu aktivieren. Eine außerordentlich komplexe Prozedur. Deshalb brauchen wir dafür jemanden mit Erfahrung. Und der bin ich. Sie haben Erfahrung in der Aktivierung von Anlagen? Oh, ich habe schon jede Menge von Anlagen aktiviert. Nicht nur Sprinkleranlagen und so. Glauben Sie, dass die GAP-Vorschriften durch die Richtlinie 122 des OMB ersetzt werden? Das haben Sie jetzt erfunden, um mich zu testen. Nein. Knipsen Sie Parkscheine? What's so funny about peace, love and understanding? Das Wunder, das mein Vater sich erhofft hatte, geschah Raja und mir am gleichen Tag in der Schule. Roger, wir brauchen dich. Raja, wobei? Beim Juniorstreich, du Hirni. Und was soll der Juniorstreich bedeuten? Er macht mit. Die Juniors, also die Schüler der 11., spielten vor ein paar Jahren ihren ersten Streich, weil sie genauso viel Aufsehen erregen wollten wie die Schüler der 12. mit ihrem Seniorstreich. Ihr Schlingel. Inzwischen weiß man, dass die Fähigkeiten des Gehirns zur Risikoabschätzung sich leider erst im Alter zwischen 16 und 17 entwickeln. Deshalb hinterließ der Juniorstreich eine Spur sinnloser Zerstörung. Lass dir es gut gehen. Danke, gleichfalls. Schönes Wochenende! Für die Schüler der 11. war der Streich heilig. Und die Jungs, die ihn durchgezogen hatten, waren die coolsten Typen der Schule. Und dieses Jahr konnten wir die coolsten Typen der Schule werden. Warum ich? Okay, diese muslimischen Terroristen sprengen sich doch immer in Flugbahnhöfen und so in die Luft. Ich weiß, was du sagen willst. Wir wollen, dass du ins Lehrerzimmer reinstürmst, wobei du einen falschen Sprengstoffgürtel umhast. Und dann schreist du, was ihr Typen ebenso schreit, und dann drückst du auf den Auslöser in deiner Hand. In Wahrheit trägst du einen Gürtel mit M80er Böllern, die ich aus Mexiko habe. Und die gehen dann voll hoch. Und die Lehrer machen sich voll nass. Und ich komme dafür voll in den Knast oder werde voll ausgewiesen, wenn ich nicht vorher von diesen M80er Böllern voll zerfetzt werde. Der ist ein echter Spaßkiller, was? Nein, tut mir leid, der ist einfach nur ein Klugscheiß. Er ist super klug. Weißt du was, und deshalb fällt ihm bestimmt noch ein besserer Streich ein, bei dem wir beide euch helfen würden. Gern, solange ich dabei nicht explodieren muss. Danke. Auf Loserstreiche können wir verzichten. Jetzt wissen die aber, dass wir dahinter stecken. Die könnten uns verraten. Dann müssen wir sie nehmen. Ja. Ich war nicht stolz darauf. Das sind Weidetiere, deshalb musst du das Futter weit ausstreuen. Ich sag dann gerne sowas wie, die Suppe ist fertig oder kommt und holt's euch. Aber das musst du nicht. Nein, mach ich. Die Firma, die mich erst haben wollte, stellt jetzt doch einen anderen Finanzchef ein. Deshalb sind diese Alpakas hier unsere ganze Zukunft. Ja. Suppe ist fertig.
Mein Vater ist Feuerwehrmann. Wir können einen Feuerwehrschlauch von einem Hydranten bis ins Lehrerzimmer legen. Dann Wassermarsch und das Zimmer läuft voll. Und wenn der erste Lehrer die Tür öffnet, wusch! Wusch! Ist ja genial. Wusch! Ihr seid meiner Meinung nach Barbaren. Ja! 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 Raja fühlte sich nicht wohl bei der Sache, aber ich schon. Ich gehörte jetzt zu den coolen Typen mit Händeschütteln und allem. Wir müssen Mr. Matthews warnen. Ich habe schon immer mit diesen Typen abhängen wollen, Raja, und das ist der erste Streich mit ihnen, bei dem ich nicht das Opfer bin. Das kann ich verstehen, Justin. Aber die Highschool ist in 2 Jahren zu Ende und trotzdem wird dieser Streich für immer in deinem Vorstrafenregister stehen. Raja war schon 16 Jahre und 9 Monate alt, deshalb schien ihm dieser Gedanke vernünftig. Es ist das Risiko nicht wert, verstehst du? Ich weiß. Okay, wie wäre das? Wir machen bei dem Streich mit, aber wenn niemand zusieht, ziehen wir den Schlauch wieder aus dem Fenster raus, ehe was passiert. Wieso ist das besser, als Mr. Matthews zu warnen? Weil wir uns mit meiner Idee bei allen beliebt machen und mit deiner unbeliebt. Ich kann eine Kultur nicht verstehen, die sowohl das Verbrechen bestraft, als auch die, die es verhindern wollen. Wir sind eben vielseitig. Denk, was du willst über eine Militärdiktatur, aber wir sind wenigstens konsequent. Das war echt unfair. Ich wollte ja gar nicht ins Kino gehen, aber Clark wollte und fragt, wer will denn mitgehen. Und Becky sofort, ich gehe mit, obwohl sie genau weiß, dass ich hinter ihm her bin. Also konnte ich nicht anders. Ja, ich weiß. Claire hatte sich zwar vorgenommen, die Alpakas zu hassen, aber dann erlag sie doch ihrem südamerikanischen Charme. Ich brauche deine Hilfe. Nein. Wobei? Ich will heute Nacht weg. Nein. Komm schon, Claire. Du kennst doch alle Tricks. Und wenn Mom einen rauskriegt, ist er für immer verloren. Hör zu, ich würde ja nicht fragen, wenn's nicht wichtig wäre, aber Raja und ich stecken in einer verzwickten Klemme wegen des Juniorstreichs und wir müssen... Dann macht ihr mit. Ist ja super, wann müsst ihr weg? Gegen 10. Da ist Mom noch wach. Weiß ich. Wer raus will, muss durchs Wohnzimmer. Wenn Mom sich da einen Film ansieht oder Gott, ein Buch liest, kannst du es vergessen. Und wie kann ich sie ablenken? Du musst ihr was zu tun geben, was sie die ganze Nacht beschäftigt. Backen, nähen. Irgendwas, womit sie in die Küche gefesselt ist. Ich mach dieses Wochenende einen Garagenflohmarkt. Wir haben zu viel Kram. Wäre doch viel einfacher, du stellst es bei Craigslist ein. Ich kenne diese Website, Mrs. Dolchak. Das ist ein Online-Bazar, auf dem man alles kaufen und verkaufen kann. Wie wär's, wenn du den Computer einfach hier in die Küche stellst und heute Nacht alles auflistest und bis morgen früh hast du so viel verkauft, dass du für das viele Geld Platz schaffen und noch mehr Zeug verkaufen musst? Also... Dad wird wahrscheinlich auf der Couch liegen und glotzen. Ein bisschen Schlaf wird ihm gut tun. Das kriege ich schon hin. Mom, Deborah sieht sich nächste Woche den tollen Arbeitsplatz ihres Vaters an. Darf ich mitgehen? Ich trinke doch noch ein Bier, glaube ich. Und jetzt das Entscheidende. Du musst Raja und ich aufnehmen, wie ihr mit verteilten Rollen Romeo und Julia liest. Wieso denn das? Wir können's auch bleiben lassen. Nein, nein, nur wozu denn? Weil sie weiß, dass ihr vor Scham aufhört, wenn sie reinkommt. Aber es ist doch für die Schule. Justin, Schatz, liest du noch die... Du darfst nicht Romeo mehr sein. Wer bist du, der du von der Nacht beschäftigt drängst in meines Herzens Rat? Du bist genial, Claire. Wenn du's verrätst, habe ich dich und Raja als Romeo und Julia auf Band. Mom beschloss, sich mal Craigslist anzusehen und war erstaunt, womit andere Leute gutes Geld verdienen. Sie merkte, dass sie auf einer Goldmine saß. Wir übernehmen den Hydranten. Ihr rollt den Schlauch aus. Wir pfeifen, wenn wir drin sind. Wie hoch ist die Strafe, wenn wir erwischt werden? Wir werden verhaftet. Ja, aber danach. In Pakistan gibt es öffentliche Steinigungen. Hier wird man im Geheimen gesteinigt. Ich hatte es geschafft. Die coolen Typen akzeptierten mich. Wenn mein Alter merkt, dass ich weg bin, sieht's schlimm aus. Er bleibt lange auf, weil er arbeitslos ist. Meiner auch. Scheiße, hä? Ja. Es war eine echte Verbrüderung. Ja, hier sind wir richtig. Es ist verschlossen. Wie sollen wir denn... Oh. Okay, das war's. Also, wir dürfen niemals davon reden.
Außer auf Partys oder so. Klar. Wir sehen uns ja sicher morgen in der Cafeteria. Klar, normalerweise sitzen wir am Getränkeautomaten. Cool. Weg hier! Wir hatten gewartet, bis sie weg waren und sind zurückgekommen. Schnell, heraus mit dem Schlauch! Das war kein gutes Gefühl, als würden wir unseren Vandalismus vandalisieren. Ja. Aber so denkt man ja. Eben mit 16 Jahren und 3 Monaten. Justin, beeil dich, bevor sie den Hydranten... Hilf mir, Raja! Wir konnten das Wasser zwar nicht abstellen, aber der Schlauch zielte wenigstens nicht mehr auf das Haus. Am nächsten Morgen kam ich mir irgendwie, naja, cooler vor. Und ich kam den anderen Jungs auch so vor. Den meisten jedenfalls. Das werden wir schon sehen. Ihr zwei werdet jetzt mal mitkommen. Aha. Ihr beiden habt zwar keine Ahnung von der Sache, aber so darf ein Footballfeld jedenfalls nicht aussehen. Wie kommen Sie darauf, dass wir das waren? Der Nachtwächter hat einen muslimischen Jungen und ein Skelett vom Campus fortlaufen sehen. Warum sollen wir das gewesen sein? Wir müssen das große Heimspiel am Wochenende verfallen lassen und verlieren dadurch die Chance auf die Meisterschaft. Wer hatten wir? Ich würde mich lieber mit Kritik an der Schule zurückhalten. Also, ihr beiden seid auf keinen Fall die Drahtzieher. Weil sich die Streiche immer jemand ausdenkt, der zu den beliebten Schülern gehört. Also, ich will Namen. Und ich will die Namen sofort. Mr. Matthews, ich kann Ihnen mit all meiner Leidenschaft versichern, dass weder Justin noch ich jemals petzen werden. Und wieso das? Ich bin mir über unsere Gründe noch nicht sicher. Weil es unsere Freunde sind. Du? Nachsitzen. Du darfst jetzt gehen. Sir, wenn Justin eine Strafe erhält, dann ist es nur fair, wenn... Hier geht's nicht um Fairness, sondern um die Informationen, die ich von euch will. Und ihr dürft mir glauben. Ich weiß, wie man die kriegt. Praline? Die gehören mir. Aber das ist meine Schale, die habe ich in der ersten Klasse für meine Mom gemacht. Ja, ich habe sie heute Morgen auf Craigslist gekauft. 4 Mäuse. Ich verkaufe sie dir für 6. Ich wusste nicht, was er vorhatte, aber ich schwor mir, es würde nicht funktionieren. Trotzdem wollte ich eine Praline. Verdammter Pralinenfresser. Danach war die Lage in der Schule ziemlich angespannt. Die Seniors waren sauer auf uns, weil wir ihnen die Football-Saison ruiniert hatten. Und die Juniors waren sauer, weil wir ihnen den Streich ruiniert hatten. Aber der wahre Tiefpunkt kam erst beim Nachsitzen. Mr. Matthews wusste, dass einer wie ich es hier nicht leicht haben würde. Kann ich Ihnen behilflich sein, Mr. Lester? Ja, Sie können mir einen Becher Kaffee holen. Mach ich. Ach, was soll's. Ich wollte mir sowieso ein bisschen die Füße vertreten. Ich bin in einer Viertelstunde wieder da. Ich bin mir sicher, dass es eher 20 Minuten waren, aber ich konnte nicht richtig auf die Uhr sehen, während Bugs Arsch mir den Kopf zerquetschte. Zu Hause war meine Mutter so in Craigslist vertieft, dass sie nicht mal fragte, was in der Schule los war. Ich habe sie auch gar nicht erzählen wollen. Hier habe ich für $4,000 Sachen auf Craigslist verkauft, und zwar Sachen, die wir nie vermissen werden. Schatz, das ist ja umwerfend. Wo ist der Tisch geblieben? Der alte steht im Schuppen. Wo ist denn der Schuppen? Ist der denn verkauft? Mhm. Sie haben ihn gelistet, als er leer war. Ah. Mom, da waren meine Nie-Wieder-Klamotten drin. Die hätte ich noch gebraucht. Hast du meine Actionfiguren verkauft? Aber Schatz, du hast doch gesagt, du spielst nie wieder damit. Du hast doch gewusst, dass ich lüge. Ist das mein Gebetsteppich? Ich dachte, ein Bettvorleger. Tja, ich habe eine gute Neuigkeit wegen der Alpakas. Oh, Gott sei Dank. Wie viel kriegen wir denn jetzt für die Wolle? Ziemlich wenig. Der Markt für Alpakas ist nämlich offenbar eingebrochen. Ah, und jetzt die gute Neuigkeit. Verstehst du denn nicht? Sie sind unterbewertet. Jetzt ist die Zeit gekommen, um ganz groß einzusteigen, Schatz. Wir haben die einmalige Gelegenheit, sofort über 400 Alpakas zu kaufen. Sowas passiert nie wieder. Und jetzt passiert es auch nicht. Gary, hör zu. Ich find's ja schön, dass du den Kindern zeigst, dass sie alles im Leben werden können, was ihnen durch den Kopf geht. Ich meine, sowas sollte jedes Kind durchaus lernen, aber irgendwann werden sie erwachsen und sie merken, dass es gar nicht wahr ist. Das ist nicht wahr? Klar ist es wahr, Ratter!
Wisst ihr was? Ich glaube, ihr solltet aufwachen und der Wahrheit ins Gesicht schlagen. Wir haben zu viele Mäuler zu stopfen, so geht's nicht weiter. Du darfst Raja nicht wegschicken. Nicht doch, ich hab damit die Alpakas gemeint. Nein, du kannst doch nicht Caitlin, Brittany, Ashley, Emma und Madison verkaufen. Sag's ihr denn? Ja, vielleicht hat deine Mom ja recht. Ich mag die Mädels zwar auch gern, aber ihr Fleisch ist zäh und schmeckt nicht und die Wolle ist nichts das wert. Das ist unfair. Ihr wollt meine Alpakas verkaufen, weil Dad sich den Spleen in den Kopf gesetzt hat, er wäre ein Geschäftsgenie? Oh, Claire, halt deinem Vater doch nicht immer die Wahrheit vor Augen. Meine Mutter hätte sich keinen schlechteren Abend aussuchen können, an dem sie alle Fernseher verkauft hatte. Und dann hat meine Mutter die Alpakas doch annonciert. Vielleicht hätte sie etwas mehr verlangen sollen. Nein, bringen Sie Bargeld mit. Und Claire begriff endlich, dass sich nicht alles um sie drehte. Ich hasse dich! Ich hasse euch alle! Nein, war ein Witz. Ich krieg schon einen Job. Schatz, die stellen dich doch nicht als Chef von Yahoo ein. Ich meine irgendeinen Job, damit wir die Alpakas behalten können. Ich liebe dich, Daddy. Aber der Mann vom Streichelzoo kommt Punkt 12 zu uns. Ich schaff's schon. Das weiß ich. Ich glaube an dich. Wir sitzen voll in der Scheiße. Wir sitzen in der Scheiße? Mein Dad will bis Mittag einen Job finden. Das schafft er nie. Buck hat mir ein Foto von seinem Hintern gemailt. Hier ein Päckchen für dich. Was ist das? Von Mr. Matthews, eine Schachtel Pralinen. Ich will das nicht, ich halte es nicht mehr raus. Du? Ich muss jeden Tag eine Stunde hier drunter verbringen. Mir fehlt ein Gesicht. Okay, hör zu. Weißt du, wie wär's, wenn wir morgen zu Mr. Matthews gehen und ihm verraten, was er wissen will? Ich bin nämlich lieber ein Singvogel, als nochmal nachzusitzen. Aber dann werden wir unberührbar. Ich nehme die Schuld auf mich. Seien wir doch ehrlich, ich habe zwar nie mit den coolen Jungs abhängen dürfen, aber nicht, weil ich nicht die Chance hatte, sondern weil ich nicht cool genug war. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und mir diesmal den falschen Sprengstoffgürtel umschnallen. Dazu musst du die Zeit nicht zurückdrehen. Ich war nur sentimental. Zu meinem Glück und dem von Claire, Caitlin, Brittany, Ashley, Emma und Madison hatte Raja doch noch einen Plan, um uns alle zu retten. Sie kommen zwar etwas zu früh, aber die Alpakas sind hier drauf. Hat die Nachbarkatze sie gefressen? Verdammtes Internet. Die erste Stunde ist immer die schwerste. Da sind die Kinder wie die Tiere. Ey, guck mal! Wow! Reicht der Tuner? Das ist ein starker Streichelzoo. Dein Streich hat hingehauen, Justin Tolchak. Dein Streich hat hingehauen. Dein Streich hat hingehauen, Justin Tolchak. Was ist denn hier los? Es entpuppte sich als ein ziemlich guter Junior-Streich. Warum? Weil er genau das rechte Maß an absurdem Spaß hatte. Ihr holt sie sofort hier raus. Außerdem kommt alles mit Kacke immer gut an. Verdammt! Das sind neue Ferragamos! Das war ja echt spitze. Wahnsinn. Außerdem hätten wir meinem Vater ein bisschen mehr zutrauen sollen. Bitte. Ich freue mich ja, dass Sie betteln, Gary, aber im Moment haben wir nichts für Sie frei. Hören Sie, Kumpel, ich suche verzweifelt Arbeit, okay? Es ist nicht für mich, sondern für meine kleinen Mädchen. Caitlin, Brittany, Ashley, Emma und Madison. Meine Frau sagt, wenn ich keinen Job finde, sind wir gezwungen, sie zu verkaufen. Sie meinen, sie würde... Sie ist auf eine Seite im Internet gestoßen, wo man alles kaufen und verkaufen kann. Ist das legal? Wenn Franny sich was in den Kopf gesetzt hat, kann niemand sie aufhalten. Ich bitte Sie, ich habe meiner Jüngsten versprochen, ich würde niemals eins von Ihnen verkaufen. Geben Sie mir 30 Minuten, ich muss noch jemanden feuern. Oh, ich danke Ihnen. Und so hat mein Vater doch noch einen Job gekriegt. Claire durfte ihre Alpakas behalten. Suppe ist fertig. Und verlor augenblicklich jedes Interesse. Raja und ich mussten 2 Wochen lang nachsitzen. Aber diesmal hat's mir nicht mehr so viel ausgemacht. Hey, Tolchak, super Streich. Ja, ist super. Ja, danke. Mein Vater hatte uns jedenfalls eine wichtige Lektion erteilt. Man kann im Leben alles werden, was man will. Justin, ich habe das Skippo mitgebracht. Aber es ist auch nicht verkehrt, wenn man bleibt, was man ist.